If you are interested in measurement equipment, you can go to an exhibition like the Automotive Testing Expo to see and test the latest products. As for me, my focus is on acoustic measurements. There's no question that I go to the booth of Head Acoustics. This company is known for its handy and easy to use hardware and software in the NVH sector. So I was there and treated my colleagues with simple but never-ending questions about their latest NVH products. After all, what do you need colleagues for? Enjoy! Wir sind wieder hier auf der Testing Expo in Stuttgart 2019. Wir sind jetzt hier am Stand von Head Acoustics. Wir wollen mal schauen, was es da Neues gibt. Kommt mal mit. Da sehe ich zum Beispiel hier eine Bremsscheibe. Interessant, dass wir das ausstellen. Bernhard, warum ist eine Bremsscheibe hier bei uns? Hallo Till, schön dich zu sehen hier bei uns bei Head Acoustics. Jedes Jahr wieder gerne hier. Bremsscheibe, ja. Nein, wir steigen nicht in die Produktion von Bremsscheiben ein. Okay. Wir stellen das Modell hier einfach mal exemplarisch aus, um beispielhaft dann die Impact-Measurement-Fähigkeiten unserer Software darstellen zu können. Das geht Richtung Modalanalyse dann, ja? Richtig. Modalanalyse, dann zeigen wir das mal. ODS. Ich kann jetzt hier einfach... Okay, was sehe ich hier? Also hier haben wir auf der Abbildung jetzt, wir führen das Gesamte anhand von unserer Artemis Suite mit einem Wizard durch, sodass der Anwender tatsächlich durch Schritt für Schritt durch die gesamte Anwendung geführt wird. Okay, das war schon jetzt... Schon relativ gut, aber nicht ganz gut. Ne? ich muss nicht einen Punkt also, mit zwei was auch dieser Wizard macht, er überprüft, ob ein Anschlag korrekt war. Der war gut jetzt. Richtig, akzeptiert. Ah ja. Wunderbar. Gemittelt und dann wird die Übertragungsfunktion abgespeichert und wir gehen zum nächsten Messpunkt. Da sagt mir jetzt immer, was ich jetzt nächstes machen muss, ja? Richtig, genau. Zack, zack. Gute Sache. Gefällt mir. Ja. Und wie sieht das am Ende aus? Was kommt dabei raus? Gucken wir mal eben. Ja gut, am Ende dann, wenn ich alle Übertragungsfunktionen abgespeichert habe, kann ich die entsprechend weiterreichen in der Software. Und hier sehe ich dann jetzt die Animation. Das ist ja die Bremsscheibe dann, die ich da... Bremsscheibe. Oder auch eines anderen Modells natürlich. Also die Ergebnisse sind da 1A, das ist ja die Traumfunktion. Ja, herrlich. Und was ist das hier? Hast du so einen Puma-Käfig jetzt hier aufgestellt? Was bringt das denn jetzt? Ja, das wäre jetzt genau die gleiche Frage wie zuvor. Also wir steigen nicht in die Produktion von Waschmaschinen ein, sondern hier zeigen wir ein weiteres neues Modul, was bei Artemis Suite aufgenommen wurde. Und zwar mit Version 10 haben wir jetzt auch ein Modul für die Schallintensität. Also Schallleistungsmessung. Schallleistungsmessung, richtig. Okay, jetzt kurz zum Abholen. Wenn man auf so eine Waschmaschine drauf guckt, da gibt es immer, wie viel Wasser verbraucht die, wie viel Strom verbraucht die und immer so ein dBA-Wert. Und das ist ja nicht irgendein Pegel, das ist ja der Gesamtpegel von alles, was von der Maschine kommt. Richtig, nach den Verfahren festgelegt, wie das zu messen ist. Ja, ja, und da muss man erstmal die ganze DIN gelesen haben, das ist so ein Schinken. Das kann man sicherlich so tun, man kann aber natürlich auch auf die Artemis Suite vertrauen. Da kriegt man den Vorschlag, mit welcher DIN ich messen möchte und die wähle ich entsprechend aus. Und das zeigt es mir jetzt hier schon an, ja? Auch wiederum, wie vorhin aufgezeigt, mit einem Wizard aufgesetzt das gesamte Verfahren, sodass der Anwender durch jeden Messschritt einzeln durchgeführt wird mit dem Wizard in der Artemis Suite. Das machen wir jetzt. Also ich starte jetzt hier einfach, er sagt jetzt, man sieht ja die Waschmaschine, das ist cool. Ja. Also ich drücke jetzt, ich kann jetzt auch hier drücken, ne? Start Averaging gehen. Ich drücke jetzt hier Start. Läuft schon los, okay. Jawohl. Ist so ein bisschen wie Pac-Man. Ja. Okay, jetzt läuft das hier ab. Zum Anwenderfreund, habe ich das ja noch nirgends gesehen. Das wäre so ein typisches Setting. Jetzt komme ich hier in Ziellauf rein und drücke Stopp. Richtig, jawohl. Alles klar. Und ach, jetzt geht's weiter. Okay, jetzt muss ich auf die Seite gehen und so einmal rum. Genau, so wird jetzt das gesamte Modell einmal abgescannt werden vom Anwender das verstehe ich nach ja sogar. Der Vorschrift. Das lasse ich mal unkommentiert. Okay. Danke erstmal, Bernhard. Das war eine sehr schöne Einführung. Gerne. Ich gehe mal gucken, gerne, was ich noch alles finde. Ja? Wir gehen weiter. Jetzt sind wir eigentlich am interessantesten Gerät. Jetzt gucken wir mal die kleinen mobilen Helfer, wenn man Binaural aufnehmen möchte. Das sind mehr geworden. Marc, schön, dass du da bist. Auch wieder hier. Ja. Das freut mich. Danke, Till. Was haben wir denn jetzt hier alles? Das sag mal. Okay. Das Skobolt. Skobolt. Ja, ich nehme es mal in die Hand, ja. Auch noch sehr klein. Schick, schick. Auf der anderen Seite hast du noch zwei weitere Anschlüsse. Okay. Da kannst du zum Beispiel ICP-Mikrofone oder Beschleunigungssensoren anschließen. Immer so eine Referenz, Motorreferenz, irgendwie so eine Beschleunigung, Lenkrad, irgendwas. Ist praktisch. Also Zusatzkanäle dabei. Und GPS sehe ich da. Weil wir noch Platz hatten, haben wir das auch noch mit draufgepackt. Haben wir dabei, können wir auch. Okay, hier gefällt mir. Okay, Skobolt, das gute Stück. Und jetzt kommen wir hier zu dem, ist er, ne? Skadriga 3. Das ist Skadriga 3. Da ist es. Da ist es. Oh, ich nehme es mal in die Hand. So, jetzt schauen wir uns mal an.
Da sehe ich ja jetzt schon direkt eine Online-Analyse. Warte mal. Schnack, 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 schnack. Guck mal. Oh. Ist direkt da. Ich sehe direkt, was abgeht. Ja, 2 Kilohertz, ziemlich genau. Okay, jetzt kann ich also direkt analysieren. Das Display ist auch sehr hell. Das heißt, Sonne kann draufknallen, trotzdem kannst du genug sehen. Okay, stark. Ich spiele mal ein bisschen rum, ja? Ja, mach das. Rekorder. Ah ja, gut. Jetzt sehe ich an die Kanäle. Wie viele Kanäle hat das denn jetzt? Hier haben wir insgesamt 8 Kanäle. Das heißt also, wenn du beim Scobold einen Triax anschließen willst und binaural aufnehmen, das geht leider nicht. Das geht nicht mehr, aber hier kannst du zum Beispiel gleich 2 Triaxe anschließen. Was ja oft ist. Ne? Also einer irgendwie am Motor und einer dann am Lenkrad. Also ein Komfortpunkt. Haben wir auch 2 Triaxe, das ist ein kleiner. Und dann habe ich noch die Akustik über das Headset. Ne? Und dann hast du nicht nur eine Drehzahl, sondern gleich 2 Drehzahleingänge. Weil wir es hatten. Nee, kann ja sein. Okay. Und auf der anderen Seite geht es gleich weiter. Ja, okay. Was haben wir da? Boah. Wie oft braucht man KanFD oder FlexRay? Und was davon kann der jetzt? Alles. Nee, ich meine, KanFD, da gibt es diesen Zusatzadapter immer, oder nicht? Nein, brauchst du nicht. Da ist KanFD schon mit dabei. Ja. Aber für FlexRay gibt es einen Zusatzadapter. Nein, auch nicht. Das ist auch mit dabei. Das ist auch mit dabei. Das ist auch mit dabei. Es gibt noch einen wichtigen Punkt. Ja, was denn? Noch was? Sag mir was. Stell dir vor, du kommst immer noch nicht mit der Kanalzahl hin. Ja. Ja, jetzt 2 Triax habe ich jetzt verstanden. Ne? Genau. Ja. Mehr will ich doch nicht, oder? Nimm einfach ein zweites Quadriga 3 und du schließt ihn mit einem Kabel zusammen und du hast die doppelte Kanalzahl. Ich kann die synchronisieren miteinander. Also habe ich dann 16 Kanäle. Und du brauchst immer noch mobil. Immer noch keinen Rechner. Wie lange hält die Batterie? Oh, der sagt ja jetzt schon, der wird noch 6 Stunden arbeiten. So lange mache ich nie mehr. Okay, cool. Gefällt. Das kommt, glaube ich, ziemlich gut an bei den Kunden, oder? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. The Testing Expo has passed already, but we've seen a lot. Completely new measurement equipment for NVH task and measurement methods with their suitable software solutions. But most of all, we had great and really inspiring discussions about NVH task. Thank you for that. To be honest, we had a lot of fun out there, haven't we? We hope to meet you again next time. So, see you.